Hallo, meine neu mietenden Autoanschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten, locker, flocker, fluffigen Runde hier bei großen Ambitionen. Ja, ihr seht linksseitig schon, wir müssen Steuern zahlen. Und ich glaube, das wäre auch heute so unser Hauptaugenmerk, dass wir schon auf jeden Fall die Steuern zahlen, damit wir da unsere Ruhe haben. Denn wir müssen es ja tun. Wir haben ja keine Wahl. 20 Tage müssen wir 140 Tage. Tag 140 müssen wir unsere Steuern zahlen. Werden wir dann auch machen, weil das ist Geld, was wir nun mal immer nicht besitzen. Aber nicht nur das müssen wir machen. Wir haben jetzt auch zu tun, und zwar muss ich mal in den Bismen rein. Jetzt haben wir mehr so Bereiche, wo wir gucken müssen, was unsere Produktpalette ansagt. Also, preiswerte Kleidung, moderne Kleidung. Warte mal, welches haben wir jetzt nicht mehr? Oh, moderne, preiswerte Kleidung ist uns ausgegangen. Moderne, preiswerte Kleidung, ja, sagst du. Moderne, preiswerte Kleidung. Inventar. Moderne, preiswerte Herrenbekleidung haben wir aber eigentlich noch 57 drin. Ne? Das ist uns noch gar nicht ausgegangen. Klassische Preiswerte, klassische Preiswerte. Klassisch teure, klassisch teure. Moderne, teure, moderne, teure. Die haben jetzt noch nicht so einen Absatzmarkt gefunden. Was sagt unser Inventar hier? Klassisch teure und klassisch teure. Dass wir jetzt klassisch teure nicht unbedingt gleich wieder kaufen müssen, sagt mir das Geschäftchen. Und wie sieht es bei den anderen aus? Ah gut, hier hätten wir also klassisch teure und die klassisch teuren brauchen wir erstmal nicht bestellt. Alles andere bestellen wir einmal wieder komplett nach. Nur die klassisch teure lassen wir erstmal aus. Das bringt jetzt nichts. Ich bleibe auf der Bluestones und nur die klassisch teure könntest du auf 0 erstmal setzen. Ja, den Rest können wir bestellen. Das würde ich dann alles zu Grand House schicken, einmal bitte. Kostet nur noch 27.000? Ach, guck mal, nein, da siehst du es auch nochmal. Hier, kostet mich nur 25.000. Weißt du, was wir da machen, damit wir eine Weile Ruhe haben? Wir verdoppeln das Ganze, damit es auf 40.000 geht. Ich will einfach schon, dass das Geschäft von sich aus läuft und wir unsere Ruhe haben. Wir haben 500 und davon haben wir 600. Von allen dann sind wir ungefähr bei 1.000. 600 machen. Pass mal auf, machen wir hier eine Mini-Bestellung von 300. Dann haben wir die schon mal auf jeden Fall nachgeholt. So, und dann sind wir bei 62.000. Machen wir einfach mal. Ich will das einfach dann drin haben, dass wir das auf uns auf jeden Fall da haben. Ja, meine Freunde. Wir mussten nochmal gucken, ob alles okay ist und ob alles läuft. Ich würde sagen, Ziel sollte jetzt das Finanzamt sein, nicht wahr, meine Freunde? Bundessteuerbehörde. Wo finde ich die denn? Das ist die Bundessteuerbehörde. Okay. Guck mal, die ist ja genau den Weg da lang. Wollen wir einfach mal hinlaufen? Laufen wir einfach mal zur Bundessteuerbehörde. Die ist ja auf unserem Weg. Naja, unser Weg. Also, die liegt ja hier in der Straße von Oma Schmuckkästchen. Daher funktioniert das Ganze ja. Bis wann hast du eigentlich offen? Bis 16 Uhr. Also, die haben wir jetzt gerade erst geöffnet. Na dann, gehen wir da mal vorbei. Fahren wir da mal rein. Und dann haben wir da auch unsere Rechnung erstmal erledigt. Und dann sieht es auch wieder gleich ganz anders aus. Ups, da hat uns ein LKW mitgenommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach du Heilige, 120.000 gehen schon weg. Dann bist du wieder auf eine Viertelmillion nur runter. Also Steuern ist schon eine ganz heftige Sache. Und von irgendwas muss der Steuer hinterleben. Also man könnte jetzt hier blub machen, aber nee. Steuern sind schon etwas, wovon ja die meisten nun mal auch leben müssen. Die Länder müssen ja auch von irgendwas alles finanzieren. Da hast du auch viele öffentliche Sachen, die auch nochmal bezahlt werden. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist dann immer so ein, naja. Viele beschweren sich darüber. Klar, manche Besteuerungen sind immer noch ein bisschen schwierig. Da gab es ganz viele Sachen. Ich bin leider kein Meister in sowas. Ich weiß, dass Steuern für hart arbeitende, höherklassige Dienste auch ziemlich mies sind. Nur weiter drüber dann wieder irgendwie eine Möglichkeit besteht. Aber ist ja auch egal, gehört jetzt nicht rein. Wir sind hier zum Abschalten. Nicht, um uns da noch die Birne zu finden. Hallöchen! Naja, dann sind wir hier mal bei der Steuerzahlstelle. Ach du heilige 192.000 muss ich bezahlen.
Ja. Hans Schlaufenberg, Moeder, Steuerzahlsteller. Ach du Heilige, kostet das. Aua, 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 aua. Guck mal, wir sind auf 182, haben sogar weniger. Zahle mindestens 100.000 Dollar. Das ist doch kein Erfolg, Mann. Das tut weh. Ja, es tut verdammt weh. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir in den Park? Ach komm, wir gehen in den Park. Trotzdem, wir haben 182.000. Also wir können uns nicht beschweren mit dem, was wir am Anfang hatten. Hallo. Und ich wollte, dass du mich mitnimmst. Also wirklich normal mitnimmst und nicht irgendwie mitschleifst. Ja, fahren wir da hin. Gehen wir ein bisschen in den Park. Gehen wir, ach guck mal, da geht uns jetzt wirklich langsam die Sachen langsam raus. Das ist schon heftig. Aber morgen kommt die Bestellung rein. Kurz dann auch nochmal Geld. Also morgen kommen wir nicht ganz weit voran. Wobei, ich war noch bei grün drauf, ne? Also eigentlich war ich bei grün drauf. Egal. Egal, egal, egal. So, machen wir uns jetzt mal hier einfach einen gemütlichen, lass uns hier ein bisschen locker angehen. Der Tag ist dann auch bald vorbei. Jetzt ist wirklich so, was machen wir jetzt eigentlich den ganzen Tag? Jetzt ist wirklich laufen lassen. Laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Wir haben jetzt wirklich nicht viel zu tun. Außer wir fangen doch mal an, so ein bisschen die Sachen einzurichten. Also ich muss jetzt auch wirklich überlegen, was ich dann, weil jetzt habe ich ja wirklich nicht viel zu zeigen. Wir haben jetzt ein Laufen lassen. Wir haben heute haben wir die, also wir haben zwei Mitarbeiter wieder fertig. So, dann zeig mir mal, wie sehen die denn aus? Aufgabe, Northcliff Bäcker hat Reinigung. Okay, pass mal auf, du wirst Standard und du gehst bei mir. Nee, du gehst in die Schlaufenberg Corporation. Dienstplan verwalten. Und zwar, was willst du eigentlich haben? Eine Teilzeitstelle, ja? Eine Teilzeitstelle heißt, du machst dann immer morgens 1, 2 jeden Tag, hast du 10 Stunden und bist zufrieden, ne? Ist erfüllt, so passt. Jeden Tag, dann wird der nochmal reinigen, dann passt das. So, Robin Rogers, du hast noch 4 Tage Zeit mit dem Training und dann haben wir auch die letzten den bezüglich auch zugeordnet. Wir haben jetzt ganz unsere Kleidung alles verloren, also Fashion Grandma geht das bisschen alles aus. Wir machen jetzt eine fette Bestellung auch rein, dass wir eine ganze Weile alles halten können. Naja, das ist schon ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Guck mal, jetzt können wir eigentlich nur noch so Wohlstandsbesuche machen. Na, wie geht's denn hier? Ach, warte mal. Eure Geschenke gehen uns, glaube ich, aus, ne? Ne, einmal hat er noch. Einmal hat er noch Preiswerte. Ah, guck mal eine an. Preiswerte, Preiswerte. Was sagen denn die Preiswerten noch? Wir haben doch so viel auf Lager. Ah, ja, ja, das. Also mal, aber werden die denn auch geliefert? Liefert der dann auch an Grandma Inc.? Preiswert das Geschenk 300. Kannst du da mal liefern? Passwagen 100 Luft. Okay. Ich habe auch jemand zugeordnet, ne? Also, da sehe ich, glaube irgendwie noch nicht so ganz durch. Hier haben wir UMC, der Freight Truck Andrew Hill, der liefert die ab. Achso, wir können 5 Zielorte mit denen machen. Aber weil wir im Desert keinen Fahrer haben, wahrscheinlich, ne? Sollten wir mal beobachten, ob alles auch beliefert wird. Müssen wir wirklich beobachten, ob alles auch beliefert wird. So, ja, was machen wir jetzt vor Schreck? Wir können jetzt eigentlich gar nichts weiter machen, außer wir könnten noch mal gucken. Wie sieht es denn aus? Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wohnmoeinheiten. Schöne Wohneinheiten. Was haben wir denn hier? So schöne 96 Quadratmeter. Wir haben eine 54 Quadratmeter. Ich würde gerne eigentlich, wir sind doch in, nee, wir waren in Hell's Kitchen, nee, wir waren in Gemant District, ne, so ein bisschen. Was haben wir denn hier so für Wohnungen? Hier ist aber immer nur so kleine Wohnungen, ne, aber nee, ich muss wirklich dann da hochziehen, damit ich diesen blöden Erfolg kriege? Oh, hier 96. 96, so, da hätten wir hier, Bad, Küche, Wohnraum. Ne, wobei, du kannst Bad auch da machen, dann machst du da Küche, Schlafzimmer, Wohnraum, keine Ahnung. Ich sehe schon, komm. Also wenn, müssten wir, um dein Ding zu erfüllen, guck mal, hier hast du 204 Quadratmeter, hier hast du 204, warte mal, was ist das Größte? 204 Quadratmeter ist das Höchste, ja? Ne, 1000 Quadratmeter? Ach du Heilige. Wobei, ist schon eine coole Aussicht, ne? Also 1000 Quadratmeter, ne, wobei, du hast ja gar nicht die coole Aussicht, davor hast du einen scheiß Laden. Coole Aussicht hast du mit den 96 Quadratmeter. Da kannst du schön auf den Park wenigstens gucken. 204. 589. Ey, okay, die Wohnungsangebote.
Also den mit dem coolsten Ausblick, den hast du echt, da ganz oben würde ich gar nicht wohnen wollen. Also die größte Wohnung hast du, guck mal, hier geht's dann. Ne? Hier hast du auch nochmal einen Blick auf den Park. Hier hast du nochmal einen Blick auf den Park, das geht ja dann noch, finde ich. Weil im Endeffekt die größte Größe hast du hier so hinten drinne versteckt? Nee. Ach nee, doch nicht. Ich bin hier drauf gewesen. Ah, okay. Also das Größte, was du mieten kannst, sind 589. Bis wir mal öffnen, das kostet dann auch nur, kostet auch nochmal 731 täglich. Und dann hast du aber hier... Meine Güte! Meine Güte! Okay, der Balkon ist dann genial. Also richtig schön. So ein Balkon hätte ich auch gerne. So eine riesengroße Größe. Und dann mit Blick auf den Park runter. Also auf diesen schönen Park eingerichtet. Ach, guck mal, was du hier hast. Dann hast du hier... Das ist ein... Der erste Wohnzimmer mit allem möglichen Zeug. Dann packst du dir hier dein Schlafzimmer. Oder hier würde ich mein Schlafzimmer hinsetzen. Hier machen wir dann die Küche. Oder machst du hier so ein Gaming-Arbeitsraum so ein bisschen rein. So bombastig fertig. Und hier kannst du halt mal schöne Grillpartys machen. Also da könnte man dann irgendwann mal hingehen. Aber ist mir jetzt auch erstmal noch nichts. Ne? Also ich habe noch kein Interesse daran, dass wir da dann so schnell wie möglich hingehen. Ne, die lässt du an. Die machst du aus und die machst du aus. So, wir sind jetzt hier. Ja, jetzt ist eigentlich ein Abwarten angesagt. Ne? Also jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir abwarten, wie es jetzt weitergeht. Wir können ja nochmal eine Runde daddeln. Bis 24 Uhr, bis 22 Uhr. Dann, ne, die Mitarbeiter haben wir schon wieder eingestellt. Zwei, wo ist es? Und unsere Fashion Grandma ist alles ausgegangen. Jetzt könnte es sein, dass wir ein bisschen rapide hinten stehen. So, wir pennen wieder bis... Nein, wir pennen mal jetzt bis 3:02 Uhr. Erstmal bis 3:02 Uhr. Was haben wir? Siehst du, wir haben jetzt einen ganz schönen Einbruch an Einnahmen gehabt, weil wir hier nicht mehr viel verkauft haben. Guck mal hier zu dem. Der Verkauf ist total ans Erliegen gekommen dadurch. Negativzinsen? Was sind Negativzinsen jetzt? Was sind Negativzinsen? Negativzinsen? Was ist ein Negativzins? Das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt. Privatunterkünfte, ja. Negativzins ist, glaube ich, das, was da drauf fällt, ne? Wir hatten die ganze Zeit noch gar keinen Negativzins. Da wurde auch noch gar nicht gekommen, weil wir haben hier gut verdient. Hier gut verdient. Und hier auch trotzdem gut verdient. Ich glaube... Wie soll ich denn Sorge für 2000 Dollar auf deinem Bankkonto, wenn ich so einen heftigen Negativzins von 19.000 habe am Tag? Wie soll ich denn das dann hinkriegen? Ich glaube, das ist wirklich, was ich besitze, ne? Weißt du, was wir heute mal machen? Kapitalanlagen, meine Freunde. Kapitalanlagen. Negativzins. Ey, Onkel Fred, das könntest du mich mal informieren. Allgemeines. Energie, Hunger, Zufriedenheit, persönliche Ziele. Danke. Geschäftsarten. Das ist auch sehr interessant, wo ich was machen kann. Aber... Verkaufbare Möbel, Angestellte, was mir hier fehlt, Negativzins, meine Freunde. Ich würde gerne Negativzins ein bisschen, das ist jetzt für jemanden wie mich, der nicht so viel mit hohen Geldern immer zu tun hat. Ich bin immer ein normaler Mensch, der ganz normal in der Arbeit ist und noch nie in so hohen Preisen unterwegs ist. Ich glaube, das hat mit dem Besitz zu tun. Der Negativzins ist doch das, was ich am Tag an die Bank abdrücke, oder? Ja, Negativzins der Bank. Steuerzahlung habe ich ja auch gemacht. Genau, Negativzins der Bank. Ich glaube, das drücke ich an die Bank ab. Weil das Geld auf mein Konto ist. Sprich, wenn ich viel Geld habe, muss ich das abdrücken. Das ist schon schlecht. Das ist schlecht. Okay, pass mal auf. Wir können jetzt eh nichts machen. Wir hauen uns nochmal hin. Die Bank macht um 8 auf. Dann pennen wir jetzt sogar nochmal 4. Nochmal hin. Schlechte Nachrichten. Nochmal umdrehen. Nochmal weiter pennen. So, dann gehen wir nochmal was frühstücken. Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Warum sind wir hier so gesättigt? So. Und wo hatte ich jetzt nochmal die Bank gehabt? Bank? Die Bank war da drumherum, ne? Gibt aber nicht viele Banken. Kann es sein, dass es hier nur eine Bank? Ne, da hinten gibt es noch eine Bank. Second Avenue. Aber warte mal, ich brauche ja gar nicht. Ich kann ja Kontakte, meine Bank, Jensen Capital, Anruf ein. Investition, Investmentsfonds, was kann ich denn da? Euro Energie hoch, Mitte, Franklin USA ist niedrig und Allianz Technik ist niedrig 0 bis 5.
Ja, gut. Pass mal auf, was ist das mal machen? Machen wir mal 1, 2, 3. So, bestätigen. Machen wir eine 100.000er Investition. Ja, jetzt haben wir wurde investiert. Sie können nur mit der Econ View App in Ihrem Portfolio sehen. So, jetzt haben wir hier Kapitalanlage. Aktueller Wert 100.000. Änderungen in den letzten 14 Tagen. Wir schauen mal, was das bringt. Wir haben jetzt 100.000 investiert. Ich hoffe, das war gut. Ich hoffe, das war wirklich gut. Aber weißt du, was wir noch machen? Wir gucken mal, dass wir uns ein Taxi nehmen. Wir machen jetzt Investment einfach noch, weil wir das Geld ein bisschen runterkriegen. Und wir können ja dann... Oh, warte mal. Taxi! Taxi! Oh, Taxi! Wir haben ja jetzt hier oben noch eine Bank gesehen. Lass mich mal noch zu der Bank hinfahren. Ich würde gerne wissen, ob die hier noch irgendwas hat. Hallöchen, Banker! Na, was hast denn du so für Investmentfonds? Bitzen Global 8 bis 15, Asia Mitte 5, 0 bis 4. Okay, ich danke dir erstmal. Ich würde immer auf niedrig gehen. Also ich werde keine hohe Risk-Investment machen. Das bringt mir gar nichts. So, wir hatten die Bank, die Bank. Also ich habe nur zwei Banken, aber wir sind eigentlich bei dem anderen mit 0 bis 5 sind wir eigentlich am besten. Würde ich sagen. 0 bis 5 sind wir am besten. Das bringt schon was. Okay. Was machen wir jetzt? Meine Freunde, was machen wir jetzt? Jetzt ist einfach nur angucken angesagt. Ne? Wir sind jetzt soweit ready. Wir können jetzt gar nicht viel machen heute. Als laufen lassen. Ja doch, weißt du, was wir machen? Wir fahren nach Hause. Legen uns schlafen. Und gehen Computer spielen. Machen das, was wir jetzt auch selber machen würden. Wir haben jetzt Zeit. Wir spielen einfach mal ein bisschen Computer. So, 16 Uhr. Dann machen wir dann nochmal eine Runde. Ach, weißt du was? Wir haben Computer gespielt. Machen wir gleich nochmal eine Runde. Mein Auslieferungsfahrer hat das auch abgeschlossen. My Employees. Aufgaben, Robin Rogers, geht mal noch mal ein bisschen trainieren. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich hatte ja noch jemanden in der Reinigung gehabt, ne? Caitlin, 99, immer noch 99%. Meine Güte, warum bist du nicht auf 100 jetzt hochgeschoben worden? Das verstehe ich gar nicht. So, das haben wir. Wir gehen schlafen bis morgens um 8, würde ich sagen. Wir ziehen jetzt einfach die Zeit mal ein bisschen rum. Jetzt sehen wir gleich, was das nochmal ist. 61.000. Wir haben nur 61.000 gemacht, meine Freunde. Das ist schon heavy. Woran liegt diesmal? Okay, wir kommen gerade im Fashion Grand mal nicht auf unseren Nenner. Gut, wir sind wieder mitten in der Woche. Das darf man auch mal nicht vergessen. Mitten in der Woche. Aber 61.000. Ich reg mich jetzt gerade über 61.000 auf, meine Freunde. Ah, Negativzins scheint sich immer nur über die 100.000 zu bewegen. Oh, guck mal, wir haben 62 Dollar gemacht. Booyah! Ich habe 62 Dollar gemacht. Oh Mann, Meter. Das ist ja mal gar nichts. Hier haben wir, ja, siehst du, du siehst halt immer dann ab einer bestimmten Zeit, wenn es runtergeht. Doch, doch, du siehst dann immer, wenn nach einer bestimmten Zeit, wenn es runtergeht. Gut zu wissen. Ja. Ey, das ist so. Warum bin ich denn so heftig vollgefuttert? Mein Gesamtvermögen ist aber 909.000. Meine Wocheneinnahmen sind 451.000. Darf man gar nicht vergessen. So, ich würde sagen, weißt du was, wir haben ja eine minimale Verbesserung. Hi. Ich würde nochmal investieren wieder. Und zwar, ich würde weiter in die Spitzen Global investieren. Das ist ja Hagi China Anleihe. Ne, die ist jetzt nur noch 0 bis 4. Nee, warte mal, falscher. Neue Investition und da hat man die Allianz Technology. Ne, genau. So, pass auf, hier machen wir dann nochmal die 100.000 rein. Bestätigen. So, und jetzt haben wir im EcoView nämlich zum Beispiel, sind wir schon auf 200.000. Wir haben immer noch nur 62 Dollar gemacht, aber immerhin 62 Dollar ohne irgendwas. Und wir haben jetzt auch keinen Minusbestand. Wir müssen jetzt immer gucken, dass wir das so ein bisschen hinbiegen, dass wir da kein Minus haben. Ja, weißt du, was ich hier gerne mal machen würde? Den habe ich jetzt auch mal gerne Kontakte and Special anrufen. Ich würde gerne Transport zur nächsten Autowerkstatt machen. So. Reparieren. Ich danke dir. Jetzt haben wir das repariert. Getankt brauchen wir erstmal nicht. Und wir müssen jetzt nur da. Ne, wir müssen geradezu. Ne, doch. Rechts. Oder ist das geradezu, dann rechts und dann eins, zwei, dritter wieder rechts. Genau, geradezu und dann dritter wieder rechts. So, jetzt muss ich aber warten, bis das da weg ist. Und dann muss ich gucken, dass ich schnell auf die Straße rauskomme. Wenn die halten, heißt es, die werden grün. So.
Fahren wir hier raus, dann die rechts und die dritte nochmal rechts. Das wäre jetzt so am sinnvollsten von der Fahrzeit her. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das weitermachen. Wie das dann wie wir dann weiter vorgehen. Weil jetzt ist das jetzt gerade eigentlich nur automatisches Ablaufen. Ne? Also wir haben jetzt nicht so viel, was wir tun müssen. Jetzt mal voll aufgewertet. Dritte rechts, hat man gesagt. Ne? Und Nummer 1 und Nummer 2. Nächste rechts rein und dann passt das. Guck mal, das Geld, was wir letzten Tag verdient haben, ungefähr jetzt so ein Bankkonto. Das ist eigentlich auch schon ganz schön krass. 200.000, wir müssen jetzt ein bisschen das Geld absichern. Ich glaube, das ist mit diesem Investieren, dass man das investiert immer. Das war nämlich, was ich mir mal so ein bisschen informiert hatte mal. Also wegen Investment und sowas, immer mich ein bisschen nachgeguckt habe. Und da war immer so, dass du schauen musst, dass auf einem bestimmten Zinssatz, das gibt es ja jetzt auch gerade, manche Banken haben ja diesen Tageszins jetzt, wo du halt immer schauen musst. Wenn du zu viel Geld auf dem Konto hast, zahlst du. Und das ist, glaube ich, dieser Negativzins. Ich glaube, das heißt nur Tageszins oder irgendwie sowas. Ja. So, wir haben so 12. Meine Güte, was machen wir denn jetzt? Ja, gut. Standard, ne? Er hat Zeit ohne Ende. Wir können jetzt auch gerade nicht viel machen, weil ich das meiste Geld gerne mal ein bisschen behalten wollen würde. Aber weißt du was, komm. Wir gehen dödeln. So, Mitarbeiter Rogers. Warte mal, abbrechen. Genau, das war mein Fehler. Den muss ich immer noch gucken, dass ich den nochmal weitermache, dass ich den dann auch bald einsetze. Das würde mich auch freuen. So, und jetzt kannst du weißt du was, wir werden uns aber jetzt dran gewöhnen, dass wir da um 6 Uhr aufstehen. Dann haben wir noch ein bisschen ein paar Sachen, die wir machen können. So, finanzielle Einnahmen, 56. Jetzt geht es gerade runter. Was ist denn hier los? Warum nur 56.000? Meine Freunde, meine Freunde. Unser Fashion Grandma macht ganz schöne miese Geschäfte hier. Ganz schön miese. Guck mal, $187 jetzt gemacht. Ja, $187. Wir haben 0,0002% gemacht. Ist nicht viel. Ist halt so. 128.000. Ich würde dann nochmal sagen, dass wir dann da nochmal ein Invest machen von nur 50.000. Dass wir immer so im 70.000er Bereich sind. Dass wir hier keinen Negativzins mehr haben. Dass wir den nicht mehr drin haben. Der muss immer draußen bleiben. Kannst du nämlich auch gerade nichts gucken, aber dann somit klappt das schon alles. Bizman, Fashion Grandma, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir das ganz gut, das läuft auch so, aber genau, der Kundensatz, das, was wir am Wochenende hatten, haben wir jetzt gerade nicht, wodurch wir natürlich weniger insgesamt Einnahmen machen. Was jetzt aber nicht schlimm ist, wir haben hier 99%, ja, aber fast 100, meine Freunde. Die Anwaltskanzlei ist für mich jetzt noch ein bisschen komisch in letzter Zeit. Hier hatten wir einmal 0 und dann sind wir immer im Schnitt von 7. Immer im Schnitt von 7. Ich glaube, wenn wir hier nur das haben, überlege ich gerade, wenn wir hier Marketing einführen würden, können wir gerade nicht machen. So, wir gehen ein bisschen daddeln. Oh, so, wir gehen heute mal in den Park. Den ganzen Tag nur da rumzocken. Oh, unser Nahrungsanzeiger hat sich immer gekriegt. Also, er hat das sich die ganze Zeit abgespeichert. Das ist schon krass. So, dann gehen wir ein bisschen in den Park und dann, ja, ist jetzt wirklich nur noch herumgelaufen, ne? Wir machen wirklich gerade nichts anderes als rumlaufen, abfahren, abchecken und so weiter. So, ach ja, Bank anrufen, ne? Jensen Capital anrufen. Neue Investition, gib mir mal den Allianz und dann machen wir hier die 50.000 noch rein, ne? Das Geld arbeitet dann ja weiter in dem Sinne. So, jetzt haben wir wieder nur noch 78.000, damit kann man immer leben. Und hier haben wir unsere 250.000 abgelagert. Wenn wir da die 2 Millionen haben, können wir sie mal für einen Moment raufziehen auf unser Bankkonto, dass wir die 2 Millionen haben und dann packen wir sie da weg. So würde ich es machen, dass wir erstmal schauen, dass wir das Geld investieren, weil es ist sonst ganz schön schwer, das Geld da hinzubringen, wo es hin soll. Weißt du was? Taxi, komm mal her. Also ein bisschen was gönnen wir uns ja doch mal jetzt. Und zwar, wir gönnen uns jetzt mal ein Taxi, dass wir einfach mal ein bisschen herumfahren und das ein bisschen leichter haben. Ist gemütlich, sitzen uns da rein, quatschen mit dem Taxifahrer, der quatscht mit uns. Also teuer war, da habe ich jetzt auch nicht die Lust, mir jetzt unbedingt zu kaufen und dann auch immer damit hin und her und finde ich zu anstrengend. Ich selber fahre gerne Auto, aber so nicht in, ich bin auch sagen, ich muss nicht in der Stadt fahren eigentlich. Also das ist dann eher nicht lohnend. So, jetzt sind wir bei 15 Uhr und geht gut. Wir sind auch aus, das ist immer genial. Du gehst dann in den Park und bist dann natürlich erstmal ausgeruht, hast du dann erstmal alles locker. Bin jetzt aufs Wochenende wieder gespannt. Wenn das Wochenende kommt, mal schauen, kriegen wir das mal mit rein in die Folge. Bei 25 Minuten könnte man eigentlich noch mal reinkriegen. Wenn wir jetzt noch mal runtergehen, dann können wir noch mal eine Runde datzeln. Und wenn wir gedatzelt haben, ja, 20, dann können wir den wieder zum Training schicken.
bis er dann wieder bei uns eingestellt ist. Und dann haben wir bald alle Mitarbeiter wirklich bei uns fertig drinne. Ich weiß, warum sie nicht weiter trainiert wird, glaube ich. Warte mal, Personalleiter Michel Barton. Zeig mir mal Mitarbeiter. Haben wir auch alle drinne? Der kommt auch noch rein. Der trainiert sich die ganze Zeit, aber alle anderen irgendwie. Oh doch, warte mal. 100. 36. Der Logistikmanager hat nur 36. Dann packen wir den mal mit rein, dass der auch trainiert wird. Doch, das sollten wir mal machen. Oh, jetzt hast du schon 22. Ist ja, brauchen wir bald schon wieder 9, wenn wir unser Geschäft weiter erweitern wollen. Dann brauchen wir bald schon wieder 9. Ja. Nee, da müssen wir bald schon wieder 9 einstellen. Da kommen wir nicht dran rum. Wollen wir noch den einen Tag machen, was wieder auf dem Freitag ist? Ja doch, den ziehen wir nochmal durch, weil wir das ja dann jetzt ein bisschen schneller drehen alles. Und dann haben wir das Ding rum. Und ich glaube mal, vor dem Sonntag werde ich ein bisschen einfach nur, das jetzt machen wir selbst die ganze Zeit machen. Hin und her laufen, das Vordrehen, die Zeit und so weiter und so fort. Dass wir das dann einfach dann hinhaben und dann passt das. So, Getränke, Getränkedose, Kleiderstände, moderne, teure Herrenbekleidung. Jetzt geht die moderne teure raus, oder was? Wir haben doch noch moderne teure Herrenbekleidung. Aber da habe ich doch noch. Moderne teure ist noch da. Wie sieht's hier aus? Fashion Grandma. Inventar und Preise. Moderne teure Herrenbekleidung. Ja gut, geht langsam aus, aber die kommt ja jetzt dann. Und die Getränke. Oh, guck mal. Kassenschalter, Kundin, Fashion Grandma. Was ist das jetzt? Ach, dafür habe ich jetzt ja, der hat jetzt jemanden organisiert, dass der, das ist so genial, das jetzt nicht mehr machen. Und guck mal, der ist am nächsten Tag, ist der jetzt fertig, und dann kann der für uns fahren, das passt auch. Und wir haben, glaube ich, keine Getränke mehr, ne? Unsere Getränkedosen sind leer. Okay, machen wir mal. Warte mal. Was sagten unsere Papiertüten? Hat noch auf 1000. Da können wir noch mal 3000 Papiertüten dann reinnehmen. Das kriegen wir hin. Dann machen wir mal meinen Einkäufer. Nein, Businessman. Darauf. Einkäufer. Du hast dann Getränke, ne? Genau. Dich machen wir mal auf 0. Wobei, warte mal. Bevor ich den jetzt auf 0 setze. Juwelier, wie sieht es denn hier aus? Inventar, preiswerter Schmuck, hat noch 100 im Lager. Und hier preiswerter Schmuck ist gar nicht mehr da, siehst du? Dann können wir das doch eigentlich gleich, dass es sich lohnt. Dann gehen wir preiswerter Schmuck wieder auf die 200. Papiertüten kannst du mir nochmal auf die 3000 schieben. Und Getränkedosen kannst du mir auf die 2000 schieben. So, dann machst du mir hier Grand House und Grand House. Hier kannst du auch Grand House und Grand House, das ist jetzt immer sehr, weil ich weiß, wo es ungefähr ist. So, kostet mich 21.000, machen wir die Bestellung, weil ich die hier dann sowieso drin habe. Weißt du, dann kriege ich die wieder nach und dann passt das. Gut, dann ab ins Bettler und bis um 8 Uhr schlafen. 67.000 gemacht. Also ist okay. Dafür, dass die auch mitten unter der Woche sind. Warum gehen die modernen und die moderne teuren und die modernen teuren Herrenbekleidung gehen mir aus? Moderne teure Herrenbekleidung. Mein Lager hat doch moderne teure Herrenbekleidung. Und zwar 1000. Warte mal. Moderne teure Herrenbekleidung. Warum hast du die nicht geliefert? Liegt es daran, weil er zu viel liefern musste? Könnte das mitunter sein? Ja, ich mache den zweiten Fahrer rein, dann müsste das eigentlich klappen. Das könnte an dem zweiten Fahrer jetzt wirklich liegen. Kontakte, Bank, Anruf, Investition, die Technology Bus und dann machen wir nochmal die 50.000 rein. Sind wir wieder unter die 80.000 gekommen, weil wir dann erstmal den Gewinn bekommen. Genau.
EcoView, können wir mal reingucken. Wir sind jetzt bei drei, wir haben jetzt insgesamt schon 300.000 investiert und 366 Gewinn gemacht. Ist nichts Besonderes. Ne? Aber immerhin 366 besser als 0. Ist einfach so. Und dadurch kommen wir auch in keinen Negativbereich rein. So, 53.000 sieht jetzt gut aus. Hier haben wir, wir hauen sie frei. Hat 9.000 gemacht an dem Tag. Stimmt, das ist der lange Tag, ne? Alla die Waldfee. Der lange Tag haben wir 12.000 gemacht und nur 2.000 das hier, also. Das ist krass. Das ist krass. Verschwunden da, machen dann das. Wir haben sie frei, hat jetzt noch geschlossen, macht nachher auf. Ist geöffnet. Leos Büro. Das können wir dann beim nächsten Mal so ein bisschen einrichten. Ich werde dann aber zwischen den Folgen das ein bisschen durchlaufen lassen. Wir werden jetzt heute den Tag nochmal rummachen, dass ich den einen dann noch einsetze als Fahrer. Und dann passt das eigentlich, ne? Was wir auf, wir machen das jetzt so. Er kann heute mal ein bisschen länger schlafen. Hat er heute mal wirklich Schlafzeit. Wir ziehen jetzt den Tag einfach nochmal rum. Wir müssen jetzt nicht jetzt da nochmal irgendwas machen. Moderne, teure Herrenbekleidung. Okay. Wir haben jetzt moderne, teure haben wir jetzt so gut wie gar nicht mehr. So, Mitarbeiter Robin Rogers ist ready. Den packen wir nämlich. Erreicht eine Bewertung von 1 Million. Bombastisch. Bombastisch. Das ist schon nicht schlecht. So, Standard. Grand House. Dienstplan verwalten. Und Robin Rogers geht da rein. Ist der Fahrer. Fertig. So. Jetzt können wir mal gucken. Moderne, teure Herrenbekleidung. Haben wir noch 500 auf Bestand. So. Den Rest gucken wir dann. Das wird das Ding. Teures Geschenk geht uns aus. Jetzt machen wir nochmal bis morgen. Dann machen wir jetzt aber so, dass wir bis um 7 Uhr schlafen. Jetzt kümmere ich mich darum dann am nächsten Tag, dass ich das auch noch hinkriege. Dann hole ich die noch und dann passt das. So, was ist die Einnahme diesmal? 65.000 immerhin noch. Immer noch 65.000. Es scheint jetzt unser Schnitt zu sein. Der wurde nicht ausgeliefert. Warum liefert der mir nicht die aus? Der hat moderne, teure Herrenbekleidung. Warum bringt er die da nicht hin? Warum bringt er die da nicht hin? Das verstehe ich nicht. Ich habe die doch im Lager, die modernen, teuren Herrenbekleidung. Ich habe da 1000 Stück drinne. Alles andere hat er mir hier schon leer räumt, fast alles, so, weißt du? Bum, 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 bum. Aber mehr macht er nicht. Der bringt die da nicht rüber. Obwohl ich da die zwei Dinger habe. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum funktioniert das nicht? Vielleicht, weil der noch nicht gut genug ist. Der Logistikmanager ist nicht gut genug. Den müssen wir noch neu einstellen. Weil guck mal, moderne, teure habe ich da 500. Und der bringt die nicht hinein. Muss ich jetzt mal selber dann machen und dann muss ich einen neuen Logistikmanager dann mal einstellen. Und den, genau, das machen wir dann. Ihr seht jetzt noch, ich mache das jetzt gleich. Und ich werde ja inzwischen den Freunden einfach trainieren und werde dann das selber dann regeln. City brauche ich dann, ne? Anruf ein. Ach so, ist noch vor der Geschäftszeit. Warte mal, dann drehen wir das Ganze noch ein Stündchen. Dann rufe ich da noch an und dann machen wir auch Feierabend. Kontakte, moderne. So, Anruf ein. Geschäft. So, wir brauchen für Schlaufenberg Corporation. Ich brauche einen Logistikmanager. Ich will das so, so. Ich will dann die 10 haben in einem Tag. Das machen wir jetzt so fertig. Zack. Die hole ich mir jetzt dann. Ich werde den dann ausbilden. Ich werde mir den günstigsten holen, werde den ausbilden und werde das Ganze dann, werde ich mit euch dann beim nächsten Mal zeigen, wenn wir uns dann wiedersehen. So, hier mache ich jetzt wieder mal unser Investment. Ah, der macht um 10. Ich mache wieder unser Investment, spare wieder Geld weg, die 100.000. Wir sind jetzt auch hier bei, haben jetzt $500 gemacht. Wir lassen ihn einfach laufen. Wir packen immer weiter weg, bis wir das Geld da zusammen haben, ne? Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt nicht so mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das wird dann nach der Zeit ein bisschen sein. Ich lasse ein bisschen durchlaufen, dass wir ein bisschen Geld machen. Wird darum kümmern, dass der Logistikmanager sich ausgebildet ist. Und dann werden wir uns auch langsam ums neue Büro dann kümmern. Dann haben wir auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante und die Mission hoffentlich erfüllt. Das ist so mein Ziel. Wenn wir 2 Millionen haben, können wir ein bisschen Büromaterial kaufen, alles hinlegen, alles festlegen und das alles auch umziehen lassen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend und morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.